Hallo und herzlich willkommen zurück in der Disaster Area, hier zu einer neuen Folge No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir mal ein paar Warp-Zellen uns beschaffen und gerade habe ich auch ein bisschen Gold verkauft, weswegen ich jetzt wieder ganz gut bestückt bin, was das Geld angeht. Und weil wir jetzt so viele Warp-Zellen haben, können wir jetzt richtig weit springen. Ich werde mich damit aber ein bisschen zurückhalten, denn irgendwann kriegt man auch die Option, zum ersten Atlas-Pass zu fliegen und die will ich natürlich nicht verpassen oder daran irgendwie voll da vorbeifliegen oder so. Und deswegen springe ich jetzt erstmal nach Tawashitsuk und gucke erstmal von da aus weiter. Vielleicht kriegen wir dann auch wieder irgendeine Quest oder so. Weiß ich nicht. Aber ich will es nicht so im Kopf behalten. Also einen Atlas-Pass hatte ich bisher auch nicht. Sobald wir den haben, sind wir weiter als in meinem anderen Spielchen, den ich angefangen hatte. Auch wenn ich wohl von nun an nicht mehr so privat spielen werde, sondern nur noch halt im Let's Play. Das reicht mir. Wenn ich irgendwie in der Woche so 10 Folgen No Man's Sky aufnehme, dann ist das genug No Man's Sky für mich erstmal. Okay, wir sind direkt bei einer neuen Raumstation. So, jetzt will ich nur gerade wissen, was zur Hölle ist dieses blaue Dings da? Klasse B6P, wenn ich wüsste, wofür diese Klasse ist. Aber dafür braucht man einen Warp-Reaktor Theta. Es gibt also noch mehr von den Dingern. Und ja, ich glaube, diese farbigen sind dann auch schwerere Systeme, die einem mehr abverlangen. So, wir können jetzt natürlich noch direkt viel weiter fliegen. Das machen wir aber noch nicht direkt. Wir machen erstmal einen Scan und gucken, was wir finden. Aha! Außerirdischer Monolith. Dafür müssen wir da auf Tojelma Edvela landen. Das will man natürlich tun. Das ist mit Tamium aus. Könnten wir gerade noch ein bisschen holen. Plutonium fehlt wie immer. Okay. Ach, guck mal, da ist auch so ein komischer Kristall. Da will ich jetzt mal wissen, was das ist. Ich habe nämlich wirklich keine Ahnung. Wir haben jetzt noch so ganz große Kometen. Das ist Emeril. Oh, cool. Muss ich mir merken. Kristalle immer schön abschießen. Emeril ist geil. So, auf geht's also nach Tojelma Edvela. Der Atlas hat uns gerufen und wir werden ihm natürlich folgen. Finde uns, höre uns. Ja, ja, keine Sorge, ich bin unterwegs, Dude. Ich finde schon noch, Dude. Oh nein! Oh, bitte nicht. Ja, die haben mein Emeril gefunden oder so. Oh shit. Da ist jetzt einfach zu sehen, dass ich runterkomme. Wo sind die Dinger? Ich bin im Kämpfen leider unglaublich schlecht. Ah, da sind sie, die Drecksviecher. Oh, guck mal, wie viele Emerald-Sterne es hier gibt, ey. Da. Komm her. Nee. So. Die Markierung sagt einem zum Glück, wo man ungefähr hinfliegen muss, damit man den hinschießen muss, damit man den auch trifft. Denn das verzieht sich im All natürlich alles, weil man sich dermaßen schon unterwegs ist. So, jetzt sind meine Schilde schon fast down. Das gibt keinen. Aber ich habe irgendwas abgeschossen. Und irgendwas dafür bekommen. So, jetzt versuche ich mal hier runterzukommen. Mit den anderen zwei kann ich mich jetzt nicht mehr anlegen, die ballern mich jetzt wahrscheinlich auch kaputt. Aua. 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 Ich glaube, das gibt keinen. Das ist auch so eine gemeine Sache, wenn die einmal in einem dran sind, wird mit dir auch nicht mehr los und muss man kämpfen. Man hat kaum eine Chance wegzukommen, es sei denn, man ist direkt an einem Planeten dran.
geschafft? Hab ich's geschafft? Ich weiß nicht, ich hab's geschafft, ich bin im Orbit. Geil. Puh. Knappe Sache, würde ich sagen. Jetzt sind wir ziemlich weit weg vom Monolith entfernt. Ist mir aber ziemlich egal. Ach so, den kann man auch unterwegs aufladen. Ich habe jetzt nur dummerweise nur Zink. Okay, dann macht es vielleicht doch Sinn, irgendwie Eisen oder so dabei zu haben. Aluminium ist aber auch nicht gerade wenig wert. Cool. Noch ein bisschen Kohlenstoff, ein paar mehr natürlich. Okay. Das können wir eigentlich mal rüber shiften. Der Deflektorschild lädt sich auch von selber wieder auf, wenn man landet und so. Sofern ich weiß. So. Jedenfalls, zu dem Kampf wären wir entgangen, aber ein weiterer Treffer und wir wären weg gewesen. Nur, wenn ich so weiterfliege, werden wir wahrscheinlich nicht mehr jetzt ankommen. Was ist denn das? War das Gold oder so? Deswegen muss ich jetzt mal wieder ein bisschen weiter nach oben. Vielleicht landen wir auch einfach, vielleicht sind wir dann sicher, keine Ahnung. Aber wenn, dann will ich auch landen, wo es sich lohnt. Was ist das ja? Treibstoffverschwendung, ne? Was ist das da? Das sieht interessant aus, da lande ich mal. Was sind wir hier überhaupt? Ich hab's überhaupt nicht aufgepasst. Ein Bereich nicht frei, willst du mich verarschen? Was ist das hier? Keine Ahnung. Nicht gegenfliegen. Nicht, dass ich da kaputt gehe. Okay, vielleicht ist es doch nicht so weit weg. Doch schon. Ah, ich fliege einfach. Da ist hier noch irgendwas. Das sieht interessant aus. Was ist das? Das sieht sogar sehr interessant aus. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung, wir landen da aber jetzt. Parkway-Call zum Wüstenplanet. Ach so, okay. Mitglied-Galaxie. Okay. Ixonit. Ja, ich sehe so auch nichts. Das Leronit. Bla. Ein Kaktus! Jawoll! Die Dinger kann man sich abbauen für Eisen, natürlich. So, Germinosa. Da hinten sieht schwer nach Gold aus. Sie scheint es keinen Hazard zu geben. Keine Kälte, keine Hitze oder so irgendwas. Das darf ich nicht scannen. Das darf ich scannen. So, was gibt es hier? Aluminium, okay. Wir hatten sowieso schon Aluminium, ne? Ja, dann können wir es auch abbauen. Ja, damit. Wir sowieso schon das im Inventar haben. Dann soll es sich auch wenigstens lohnen, wenn wir es nachher verkaufen, ne? So, das Plutonium nehmen wir auch mit. Das brauchen wir schließlich noch. So, jetzt kommen wir natürlich direkt hier rüber. So, Thallium sieht ganz gut aus. Zink ist jetzt natürlich wie immer so eine Sache. Gucken wir uns mal hier diese Dinger an. Nicht das Ding hier. Natürlich hier die Kapseln, Häuser, was man die so nennen kann. Was immer das genau ist. Schlafgemach. Was ist das? Breitschussadapter plus 5. What the f... Wow. Krass. Okay. Dieses mächtiges Teil haben wir da gefunden. Ich glaube, da wird es sich sogar lohnen, wenn wir dementsprechend gutes Werkzeug finden. So, gucken wir noch gerade, was im anderen ist. Natürlich.
Wow, der ist scheiße leer. Okay, langweilig. Das ist jetzt aber doof. So, was haben wir hier drin? Ein Gag-Amulett. Ein Energiekanister. Langweilig. So, einmal speichern in der Hackway. Kreuzung bitte. Das ist die Hackweichkreuzung oder so. Muss alles weich gehackt werden. Was aufgenommen, was ist? Ah. Okay, sollte schon alles bei mir haben. Dann einmal weiter Richtung Atlas, bitte. So wie es aussieht, mein Shit hat sich aufgeladen, aber meine HP nicht. Mit dem Schiff. So wie es aussieht, kann ich die auch nicht so ohne weiteres reparieren. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal ein Stück in den Orbit. Ob man weit genug ist, kann man ganz einfach daran sehen, wie schnell man gerade fliegt. Jetzt müsste er gleich krass beschleunigen. Yep. Und wenn man so um die 1000 ist, ist man weit genug raus. So. Und jetzt hat man es viel einfacher. Da schmilzt es nur so dahin. Ja, jetzt spinnt er da mit der Entfernungsangabe wieder. Liegt aber auch daran, weil jetzt meine Geschwindigkeit natürlich arg schwankt. Und wenn ich die NASA nur so ein kleines Stück senke, wird das sofort viel langsamer. Okay, da unten ist es. Jetzt einfach voll drauf zuhalten. Und zum Null kommen nichts da. Okay. Landen bitte. Wow, 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 wow. Okay, ich will nicht runterfallen, ja? Was ist das? Ich weiß es nicht. Achso, den Kaktus. Okay. Hört sich so an, als wäre hier irgendwas Lebendiges. Was haben wir denn da? Hallo, ihr Viecher. Ich tue euch nichts. Noch nicht. Okay. Interessant. Das ist ein anderes, okay. Ich dachte, das ist das Gleiche. Ist es aber nicht. Das schon. Bisher haben wir noch keine Wesen gefunden, die uns angreifen. Die gibt es aber auch. Die habe ich auch schon getroffen. Nur bisher sind wir verschont geblieben. Zum Glück. Die sind nämlich ganz schön nervig. Zumindest die, die ich gefunden habe. Okay, wir haben mal ein Gagwort. Es sind bestimmt noch mehr Steine drumherum. Natürlich. So, was haben wir hier noch für Pflänzchen? Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung. Und hier haben wir irgendeine Art. Ein Blundumbäum. Okay. Blundumbium. Finde ich gut. Blundumbium. Was haben wir hier für kleine Stachelchen? Athen. Ja, das Eisen, okay. Dass man die Steine nicht scannen kann. Ach, das sind wieder Vögel, die wieder unmöglich zu scannen sein werden, nehme ich mal an. Das ist ein unglaublich schwere Gag-Wort für Gag, nämlich Gag, nehme ich mal an. Genau wie bei den Korvax. Undeutlich. So, lasst euch scannen. Bitte. Lasst die scannen jetzt. Wieso kann man die nicht scannen? Braucht man dafür irgendwie ein Upgrade oder so? Kann sein, ist so ein Scanner-Upgrade, damit man eine höhere Reichweite hat. Das macht Sinn, weil die fliegen ja doch ziemlich weit oben, ne? Muss ich da hoch? Besser wär's. Wow, was ist das für ein Riesenschlüsselloch? Keine Ahnung, aber das ist die Asche von Epugnum und die werden wir jetzt uns genauer ansehen. Was immer das genau ist. Der Monolith steht still auf der Planetenoberfläche. Er gehört hier nicht hin. Genauso wenig wie ich. Das ist ein Schimmer. Und dann kehrt die Vision mit der roten Kugel zurück. Der Atlas. Er spricht erneut zu mir. Erneut spüre ich halb Euphorie und halb Angst darüber, meinen Schöpfer getroffen zu haben. Der Atlas bietet mir Orientierung, eine Bestimmung, eine Bedeutung an. Einen Sinn in einer gleichgültigen Galaxie. Alles, was ich tun muss, ist seinem Weg und seinen Befehlen folgen. Okay. Wenn du das sagst. Ich sehe Codezeilen, Zeilen voller Zahlen und dann eine bizarre Struktur.
Ich spüre die feste Überzeugung, dass mich große Macht erwartet, wenn ich an diesem entfernten Ort reise. Die rote Kugel verschwindet und ich stehe für einen Weg, den ich folgen muss. Oh, wir kriegen eine Warp-Zelle geschenkt, das ist aber nett. Da ist noch ein Stein. Den nehme ich natürlich mit. So. Ich kann noch einen Scan machen. Falls noch irgendwas Cooles in der Nähe ist. Geckwort für Erster, cool. Das ist noch ein bisschen Plutonium, das nehme ich gerade noch mit. Da hinten ist was Grünes. Was Grünes finde ich toll. Das ist Aluminium, glaube ich. Das würde ich gern haben. So, mal gucken, ob von hier aus reicht. Jawohl. Hat sich aber in der letzten Zeit ziemlich gut gehalten mit dem Unterhaltungssystem, muss ich mal sagen. So, das Aluminium hier will ich noch haben. Das Plutonium nehmen wir noch mit. Okay. Jetzt ist das Raumschiff zu weit weg. Okay. Sind wir hier auch fertig? Hallo Wächter, was geht ab? Ich halte mich ganz brav, hier gibt es überhaupt nichts zu sehen. Ich will nur ein bisschen scannen, ja? Das darf ich ja wohl noch, ne? Das wird mir ja wohl noch sagen dürfen in dieser unserer Zeit. Das sind schwer fies, diese Wächter. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber vielleicht erklärt uns das der Atlas auch, wenn wir den endlich mal gefunden haben. Wenn wir überhaupt mal rausgekriegt haben, was das eigentlich ist. So. Zurück zum Raumschiff. So, jetzt können wir erstmal hier das Aluminium reinladen. Den Energiekanister können wir eigentlich auch mal benutzen. Multiwerkzeug, wie sieht das aus? Okay, dann lieber die Zeit im System. Mit Werkzeug laden wir dann so auf. Mit ein wenig Tamium. Jetzt haben wir wieder ganz gut Plutonium am Start, das ist gut. So, ein Gegenamulett haben wir auch noch und Warpzellen. Die eine Warpzelle lasse ich direkt mal hier rein. So. Das Ziel ist es, dass nachher, wenn wir zum Atlaspass können, in einem sofort dahin warpen, ohne irgendwo zwischenlanden zu müssen. Das wäre ziemlich gut. Damit wir den so schnell wie möglich kriegen. So. Ich glaube, sonst habe ich hier nichts mehr zu tun. Also folgen wir einfach mal dem Atlas. Der sagt, wir sollen zum Stern hinauf. Also machen wir das einfach mal. Und dann solle er uns führen. So. Eben waren hier doch ganz viele Emerald-Sterne. Jawoll. Da ist noch so ein Ding. Jawoll, gibt es ja richtig viele von denen. Die muss ich jetzt mal gerade mitnehmen. Hoffentlich werde ich nicht wieder angegriffen. Mal die entdeckt. Okay, das müsste sein. Atlas-Schnittstelle. Okay. Da wollen wir natürlich hin, ne? So. Romamotosa, tut mir leid. Das ist dann schon zu weit. Aber wir haben ja noch ganz viele Warp-Zellen. Gut, dann fliegen wir erstmal nach Romamotosa. Wuhu! Oh, cool. Nee, doch nicht. Okay. Dann halt nicht. Dann warten wir halt. Gucken uns so lange dieses tolle Licht an, was auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. So, da muss ich wirklich sagen, also, was hier diesen Slipspace angeht, Frameshift, wie auch immer man es nennen mag, das sieht gerade in Elite deutlich besser aus. Hier ist es einfach nur so Licht und so weiter und eher so ein Ladebildschirm. In Elite ist es
viel besser. Sieht viel interessanter aus und dieser Frameshift Drive ist einfach nur kultig fast schon. Sterne wie Staub. Okay, wo sind wir? Erstmal einen Scan machen. Ein verlassenes Gebäude entdeckt. Okay, wo ist das? Wenn er hier so ein verlassenes Gebäude findet, will ich da natürlich nachsehen, ne? Seltene Technologie verfügbar. Das hört sich doch interessant an. Dann müssen wir hin. Hab zwar gesagt, ich will eigentlich sofort weiterspringen, aber das könnte ja auch zur Quest gehören, ne? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Übrigens, man kann so ein bisschen schaukeln. Whee! Woo! Yay! Na, das scheint doch noch ein bisschen zu sein. Na, erst bremsen. Dann weiter fliegen. Ah, da vorne ist es. Ja, schön am noch oben halten. So, und jetzt einfach voll drauf zu. Volles Rohr in den Boden rein. Bam! So, hallo, verlassenes Gebäude, was geht ab? Was ist denn da? Hui, es leckt toll. Unwirtlicher Planet. Staubtrockenes Biom. Oh. Oh. Was ist das? Ah, das ist einer der Viecher, die einen auch tatsächlich angreifen. Für den müssen wir uns in Acht nehmen. Oh Gott, hier sind ganz viele von denen. Tut mir nichts, dann tue ich euch auch nichts. Ist das ein Deal? Ist natürlich keine Lust, wegen denen jetzt meine Munition zu verschwenden. Und wenn die mich angreifen, dann werde ich mich natürlich auch wehren. So, das analysieren, was wir analysieren können. Das Geld nehmen wir mit. Aber gar nicht cool, dass die Viecher hier rumstolzieren. Das sind bestimmt Fleischfresser und so. Keine Lust, mich mit denen anzulegen. So, das da noch? Rotblütenkaktus. Okay. So, und dann gucken wir uns das Ding hier doch mal genauer an. Nein, ich wollte nicht schießen. Wo ist denn hier überhaupt der Eingang? Hier. Okay. Ah, so ein zerstörtes Gebäude. Okay. Wir uns hier erstmal ein bisschen um. Das sieht nach Geld aus. Ich darf aber nicht damit interagieren. Das ist wahrscheinlich dieses Pilze oder so ein Weg. Vielleicht hat das auch jemand schon geplündert. Keine Ahnung. So. Nehmen wir einfach mal. So, und dann erzählen wir uns mal was hier. Du baufälliges Gebäude. Ich erblickte die grellrote Kugel zwischen den Wolken. Ein riesiges, unheilvolles Auge, starr und abscheulich. Die Angst ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Ich hatte Angst, dass es mich sehen würde, aber dann bewegten sich die Wolken und es war verschwunden. Ich war mir nicht mehr sicher, ob es überhaupt real gewesen war. Vielleicht verstopfen die Pilzreste der letzten Welt, die ich besuchte, immer noch die Lüftung meines Exo-Anzugs, offensichtlich, und beeinflussten meine Wahrnehmung. Ich habe meine Fitte jetzt schon 6-mal gereinigt, aber ich kann es immer noch spüren. Okay, analysieren wir den Scheiß mal. Okay, irgendwas gefunden. Zeige er uns, was wir gefunden haben. Ein Jetpack-Booster, okay. Jetzt bin ich mit meinem Jetpack eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich zugeben. Okay, bleiben wir bei diesen blöden Fleischfressern hier nicht. Wenn wir zu diesem Schiff kommen. Was haben wir da? Ist das so eine Tamiumpflanze? Wenn ja, nehmen wir die natürlich gerne mit.
Nee, Gesundheit. Können wir ruhig stehen lassen. Autsch! Ah, du Scheißvieh. Na, warte. Autsch. Alter, das Ding macht ja Damage. Und zwar nicht zu knapp. Bleib hier, du blödes Vieh. Ja, was sagst du dazu? Iridium droppen die, okay. Ey, jetzt mach mich bloß nicht blöd an. Ja, das Ding hat mich angegriffen. Ich habe mich nur verteidigt. Mach keinen Scheiß, ja? Mach bitte einfach keinen Scheiß. Ich bin ganz friedlich. Ist das eine Zinkpflanze? Ne, es ist so ein blödes Rankendingens. Okay. So, wie sieht's aus? Das könnte man mal auffüllen. Das können wir schwer aufladen. Ein bisschen Iridium-Schiff, da könnten wir das reinpacken. Den Energiekanister mal wieder. Okay. Gut, wir haben was Nettes gefunden. Aber damit wollen wir uns nicht weiter aufhalten lassen. In der nächsten Folge fliegen wir dann einfach direkt weiter. Ich werde jetzt einfach noch ein paar von den Scans hochladen und vielleicht auch noch ein bisschen was benennen. Und in der nächsten Folge fliegen wir dann weiter Richtung Atlas-Schnittstelle, damit wir endlich mal rausfinden, was das eigentlich ist und was man mit dem Atlas-Pass so Tolles finden kann. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.